Es ist die Saison 2015-2016, in welcher sich die Rivalität zwischen den Ultraszenen des VfL Bochum und Union Berlins weiterhin auf einem deutlich erhitzten Niveau befindet. Für das Heimspiel in Berlin haben sich die Unioner an diesem Freitagabend etwas ganz Besonderes überlegt. Bereits früh am Nachmittag gelingt es den Köpenickern durch Speer im Einsatz, die Busbesatzung der Bochumer ausfindig zu machen. Parallel macht sich ein Haufen von rund 30 bis 40 sportlich motivierten Berliner auf unerkannten Wegen zum Treffpunkt. An einer Straße nur unweit des Ortes, von welchem die Ruhrputtler von der Autobahn in Berlin abfahren sind, wird der Bus plötzlich gestoppt. Als Bochum realisiert, dass sich Union zeigt, steigen sofort alle VfL-Anhänger aus dem Bus und decken sich dabei noch mit reichlich Material wie Bierkästen und Flaschen ein. Die Knallerei auf der Straße dauert gut und gerne 2 Minuten. Dabei geht es hin und her. Beide Seiten können einige ordentliche Schellen an den Gegenüber verteilen. Trotz des Überraschungsangriffes verkauft sich Bochum jedoch an diesem Tag mehr als gut und kann Berlin entsprechend Paroli bieten. So muss sich Union nach einer Weile mehr und mehr auch aufgrund der anrückenden Staatsmacht zurückziehen. Im Stadion bleibt es im Anschluss bei den üblichen Provokationen und Pöbeleien gegeneinander. Trotzdem bleibt dort aber weitestgehend alles friedlich. Zitat Wuhle-Syndikat: Nachdem sich einige Leute in der vergangenen Saison ein wenig mehr zurückzogen, war dieses Jahr endlich mal wieder was los rund ums Stadion an der Alten Försterei. Kurz vor Saisonende gab es einen Busangriff auf Bochum inklusive Schlägerei im Feierabendverkehr. Hier traten die Gäste jedoch deutlich entschlossener auf und zeigten einzelnen Angreifern teilweise ihre Grenzen auf. Respekt dafür! Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.